Schwester, Freunde, auch jetzt hier zu dieser Predigt, bitte. Also noch einmal, ich begrüße alle Anwesenden hier recht herzlich, auch alle Freunde und Zuschauer im Internet, zu dieser Predigtbetrachtung. Das Thema, das ich mit euch heute studieren möchte, ist der Heiligtumslehre entnommen. Überschrieben habe ich die Predigt: Dein Weg ist im Heiligtum, nach Psalm 77, Vers 14. Die Heiligtumslehre ist uns ja nicht unbekannt. Gerade jetzt im Rahmen der Sabbatschule sind wir an die Lehren erinnert worden, haben sie studiert, schon über ein halbes Jahr. Und dennoch gibt es so viele Gedanken, so viele Lehren, die uns aus dem Heiligtum zur Verfügung stehen, dass es mir Freude gemacht hat und ich mich gedrungen gefühlt habe, diese Lehren hier zu behandeln. In 2. Mose 25, Vers 8 hat Gott bestimmt: Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er sucht die Gegenwart seiner Gläubigen. Und dieser Ausspruch des Psalmisten: Gott, dein Weg ist im Heiligtum, fordert uns auf andere Weise auf, ihn dort zu suchen, im Heiligtum. Und diese Lehren des Heiligtums zu studieren. Und zwar nicht nur oberflächlich, allgemein, damit man ein vielleicht akzeptables adventistisches Grundwissen hat, sondern um hier Erfahrungen mit Gott zu machen, um ihnen zu begegnen. Ich möchte zwei Zeugnisse voranstellen, die uns diese Wichtigkeit des Heiligtumsdienstes vor Augen führen, und zwar die persönliche, individuelle Betrachtung dieser Lehren. Fünfter Band der Zeugnisse, Seite 286. Dort heißt es: Die Anweisungen, die bezüglich der Ordnung im Heiligtumsdienst gegeben wurden, sind niedergeschrieben worden, damit alle, die auf Erden wohnen, Lehren daraus ziehen sollen. Und ich möchte das persönlich umformulieren, damit du persönlich Lehren daraus ziehen sollst. Dazu sind diese Ordnungen, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, im Neuen Testament bestätigt, festgehalten. Das andere Zeugnis, nachzulesen im Buch Der große Kampf, Seite 487, beziehungsweise auch in Evangelisation, Seite 215. Da heißt es: Das Wesen des Heiligtums und des Untersuchungsgerichtes sollte das Volk Gottes klar und deutlich verstehen. Wir alle bedürfen einer persönlichen Erkenntnis der Stellung und des Werkes ihres großen Hohenpriesters. Sonst wird es ihnen unmöglich sein, den in dieser Zeit so wesentlichen Glauben zu üben oder den Platz einzunehmen, den wir nach Gottes Willen ausfüllen sollen. Wir können an diesen wenigen Worten schon sehen, dass die Heiligtumslehre ein elementarer Gegenstand ist. Nicht nur allgemein, sondern elementar für unser Leben, für unser geistliches Leben, für unser Heil notwendig. Wenn man herumfragen würde unter den Adventisten: Tut ihr das?
studiert ihr für euch persönlich. Diese Heiligtumslehre, geht ihr in die Tiefe, dann würde man wahrscheinlich als Antwort hören, nein, die meisten tun es nicht. Warum tun sie es nicht? Man mag sagen, allgemeine Bequemlichkeit. Aber dahinter steckt sicher noch etwas mehr. Denn wenn wir diese Heiligtumslehre studieren, und zwar in der Weise, dass wir sie persönlich an uns herankommen lassen, nicht in einem gehörigen Abstand, sondern persönlich uns unter diesem Wort beugen, dann wird uns diese Lehre unsere Sünden zeigen. Wir können das ja anschaulich lesen in Hesekiel Kapitel 43, wo der Prophet aufgefordert wurde, diese Lehren aus dem Heiligtum zu berichten. Hesekiel Kapitel 43, die Verse 10 und 11. Wer ist mal bitte so nett und liest das? Du, Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnung des Hauses wissen und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnungen und alle Weisungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weisungen dafür und all seine Ordnungen bewahren und sie tun. Ja, Dankeschön. Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen. Das ist etwas, was dem natürlichen Herzen nicht angenehm ist, dass man seine Sünden gezeigt bekommt. Und dies wird sicher ein Grund sein, dass man sich so intensiv damit vielleicht gar nicht beschäftigen möchte. Aber wenn wir uns unsere Sünden nicht zeigen lassen wollen, wenn wir dem ausweichen, egal ob es durch Gottes Wort oder durch Menschenwort ist, dann werden wir auch dieses Ziel der Ewigkeit nicht erreichen. Wir müssen unsere Sünden erkennen und bekennen. Und interessant an diesem Text ist, dass erst, wenn wir diesen Schritt getan haben, wenn wir uns beugen unter dem Wort und uns auch den Tadel Gottes gefallen lassen, dann heißt es ja hier im Vers 11 weiter, also wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, dann lass sie die Zeichnungen des Hauses wissen. Das heißt, dann gibt es eine Möglichkeit, durch fortgesetztes Studium noch einen tieferen Einblick in die Seele zu bekommen, noch einen tieferen Einblick von der Bedeutung unseres Heilandes zu erfahren und von der Bedeutung der Architektur des Heiligtums. Und dann haben wir auch die Verheißung, dass Gott uns in die Lage versetzt, alle Weisungen und alle Ordnungen zu bewahren und zu tun. Das ist eine Erfahrung, die wir dringend benötigen. Noch ein passendes Zeugnis dazu aus Gedanken über das Buch Offenbarung, Seite 68. Wenn unsere Augen im Glauben in das Heiligtum schauen und die Wirklichkeit, Wichtigkeit und Heiligkeit des Werkes wahrnehmen, das dort vollzogen wird, dann werden wir alles, was mit einem selbstsüchtigen Wesen zu tun hat, verabscheuen. Die Sünde wird als das erscheinen, was sie ist, Übertretung des heiligen Gesetzes Gottes. Wir werden die Versöhnung besser verstehen. Und aus lebendigem, tätigem Glauben heraus werden wir erkennen, dass alle Tugend, die die Menschheit besitzt, allein in Jesus Christus wohnt, dem Erlöser der Welt. Ich möchte nun im Folgenden einige Lehren, die wir dem Heiligtumsdienst
und auch dem Aufbau des Heiligtums entnehmen, mit euch betrachten, studieren. Und dabei ausgehen von einem Grundsatz, nämlich der Trennung des Heiligtums, des gesamten Heiligtums in das Zelt oder auch genannt die Stiftshütte oder auch in späterer Zeit der Tempel und auf der anderen Seite der Vorhof. Diese zwei Bestandteile des Heiligtums hat Gott bewusst getrennt und in diesen Aufbau verschiedene, auch tiefgehende Lehren gesteckt. Und wir wollen einige davon bewegen und wir werden sehen, es ist unser Weg, den wir darin finden. Dein Weg, mein Weg. Die Grundlehre, wir kennen sie, ich möchte auch gar nicht intensiv und im Detail darauf eingehen. Das Heiligtum, eine Darstellung, die den Weg des Sünders anzeigt. Der Sünder am Eingang des Heiligtums schaut auf den Brandopferaltar, ein Symbol für, wer möchte es sagen? Ja, Katrin? Für die Kreuzigung Jesu Christi. Auf der einen Seite, ja, richtig. Wenn es symbolhaft für uns, wenn wir unser Ich auf den Altar Jesu legen und mit ihm sterben. Ja, mit ihm sterben. Das ist der Moment der Bekehrung, der Wiedergeburt, ja, ein neuer Mensch. Die Vorbereitung auf das geistliche Leben durch den Unterricht, Bibelunterricht, mit dem Höhepunkt des öffentlichen Bekenntnisses der Taufe dargestellt im Wasserbecken. Und dann folgt der Eintritt in den Bereich der Heiligung mit allen Elementen, die wir hier dargestellt finden. Das Wort Gottes, das Gebet, der Zeugendienst für Christus und die heilige Tischgemeinschaft. Ja, ganz grob gezeichnet, mit dem Ziel, die Vollkommenheit zu erreichen, die Vollkommenheit Christi, das volle Maß des Wuchses. Das ist die eine Sichtweise, die wir aus dieser Darstellung entnehmen. Ich möchte etwas später nochmal darauf zurückkommen, aber eine andere Sichtweise, die wir auch der Heiligen Schrift entnehmen, ist die, dass der hintere Teil, das heißt dieses Gebäude, das Zelt, den Himmel darstellt. Und der Vorhof ist in diesem Fall die Erde. Wir können dazu Philipper 2, die Verse 6 bis 8 lesen, die Selbsterniedrigung des Heilandes. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Ja, danke. Der Text beschreibt uns die Erniedrigung. Jesus, der den Himmel verließ, die Reinheit, die Heiligkeit, um dem Menschen entgegenzukommen, um ihm aus der Sünde zu helfen. Die Taufe, das Wasserbecken als Symbol seiner Taufe in dem Fall und der Brandopferaltar, wie wir schon gesagt haben, das Kreuz. Aus dieser Hinsicht ist das Zelt, das Gebäude, der Himmel und der Vorhof ein Symbol für die Erde.
So wie auch in Jesaja 66, Vers 1, es lautet, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Und nur aus der Tatsache, dass Christus auf diese Erde gekommen ist, ist dieser Platz, dieser Erde, ein verlorener Planet, ein zum Tode verurteilter Planet, in besonderer Weise geheiligt. Und wir können dessen gewiss sein, dass die Gemeinde, die Christus hier auf der Erde hat, also im Vorhof sozusagen, dass die Gemeinde eins ist mit der Gemeinde, die sich im Himmel befindet. Mit den heiligen Wesen, mit den ungefallenen Wesen. Im sechsten Band der Zeugnisse, Seite 366, wird uns dieser Vergleich dargestellt. Seite 366. Die Gemeinde Gottes hier auf Erden ist eins mit der Gemeinde Gottes im Himmel. Die Gläubigen auf Erden und die nie gefallenen Wesen droben bilden eine Gemeinde. Jedes himmlische Wesen hat Interesse an den Zusammenkünften der Heiligen, die sich auf Erden versammeln, um Gott anzubeten. Im inneren Himmelshof lauschen sie auf das Zeugnis der im Vorhof auf Erden befindlichen Zeugen Christi. Und die Preis- und Danklieder der Gläubigen hier unten werden in den himmlischen Chorgesang aufgenommen. Ich finde, das ist ein köstlicher Gedanke, den wir leider oft vergessen. Und aus diesem Grunde schätzen wir vielleicht auch gar nicht die Versammlung so sehr, dass wir sehr leichtfertig mit unserer Teilnahme, nicht nur mit einer reinen Anwesenheit, sondern mit einer intensiven Teilnahme, mit einer geistlich gesinnten Teilnahme, doch sehr oberflächlich umgehen. Die Gemeinde im Himmel eng verbunden mit der Gemeinde auf Erden. So heißt es auch in Hebräer 13, Vers 12. Vielleicht können wir den Text mal lesen. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf dass er heiligte das Volk durch sein eigen Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Ja, draußen vor dem Tor. Nicht hier hat er gelitten, sondern hier hat er gelitten. Auf der Erde. Dazu heißt es im Leben Jesu, Seite 741, weil Adam und Eva Gottes Gesetz übertreten haben, wurden sie aus dem Garten Eden verbannt. Symbolisch der Garten Eden auf die Erde, außerhalb des Gartens verbannt. Christus litt als unser Vertreter außerhalb der Grenzen Jerusalems. Ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Christus litt außerhalb. Er starb dort, wo Verbrecher und Mörder hingerichtet wurden, außerhalb des Tores. Weil er unser Vertreter ist, er ist uns gleich geworden. Ein Mensch unter Menschen. Und damit hat er auch das Geschlecht der Menschheit in besonderer Weise gesegnet. Und wir befinden uns noch immer auf der Erde. Bibelkommentar, Seite 452. Unser großer Hohepriester vollendete sein eigenes Opfer, als er draußen vor dem Tor litt. Dann wurde eine vollkommene Versöhnung für die Sünden des Volkes vollbracht. Christus ist unser Fürsprecher, unser Hohepriester, unser Mittler. Unsere gegenwärtige Stellung gleicht daher den Israeliten,
die im äußeren Vorhof standen. Wir warten und halten Ausschau nach jener gesegneten Hoffnung, dem herrlichen Erscheinen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Christus, nachdem er gelitten hat, außerhalb der Stadt, ist auferstanden und zurück in das Heiligtum, in den Himmel. Und unser Fürsprecher und unser Mittler. Aber wir als seine Nachfolger sind zurückgeblieben auf Erden. So wie die Israeliten sind wir sozusagen gebunden auf der Erde. Können keine Gemeinschaft haben mit Christus selbst, wohl aber durch den Heiligen Geist. Aber auf eine Art sind wir, so wie es hier geschrieben steht, wie die Israeliten, die außerhalb bleiben mussten. Sie durften nicht in das Innere, sondern sie mussten draußen warten und ausharren auf das, was Gott sagt, das, was Gott anweist. So sind wir also körperlich, physisch gebunden an die Erde. Aber im Geiste, im Wesen, können wir eindringen in das Heiligtum. Und das ist etwas, das wir auch tun müssen. Wir müssen eindringen in das Heiligtum. Wir dürfen nicht draußen bleiben. Wir werden noch einige Gedanken bewegen, wie es möglich ist, dass wir noch draußen bleiben können, im Vorhof. Aber das ist eine große Gefahr. Gott möchte, dass wir ihm im Geiste, in unserer inneren Einstellung, mit unserem ganzen Wesen und mit all unseren Interessen ihm folgen, in das Innere des Heiligtums. Und hier kommen wir auf eine weitere Lehre, die wir dieser Architektur entnehmen, nämlich auf Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Auch in diesen Texten, die wir gleich lesen, wird uns auf der einen Seite das Innere des Tempels und auf der anderen Seite der Vorhof vor Augen geführt. Wer ist einmal so nett und liest die zwei Verse? Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Ja, danke schön. Natürlich sind diese Texte, Offenbarungsstudenten wissen das, an einen strengen historischen Kontext gebunden. Und wir können sie nicht beliebig auslegen, aber ich denke, diese Lehre, die wir hier ziehen können, ist doch zu verallgemeinern. Worauf beziehen sich die 42 Monate, von denen hier die Rede ist? Bernd? Vielleicht mal das Mikrofon für. Auf die Zeit der Vorherrschaft des Papsttums. Ja, ganz recht. Danke. Wenn wir uns in die historische Situation versetzen, hier heißt es: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche daran anbeten. Im Tempel. Das ist das, was ich zuvor sagte. Die geistlich sich im Tempel befinden. Es sind Anbeter des wahren Mittlers. Die sollen gemessen werden. Dies natürlich auch im Kontext des Untersuchungsgerichtes, Verse, die wir davor finden. Dann heißt es aber, den Hof außerhalb des Tempels, den lass aus und miss ihn nicht. Warum nicht?
denn er ist den Nationen gegeben. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, er ist den Heiden gegeben. Die Situation, die wir konkret im historischen Kontext, sowohl der 1260-jährigen Herrschaft, ganz sicher auch zur Zeit des Untersuchungsgerichtes, also um 1844, aber auch zu jeder anderen Zeit. Die Situation ist, dass sich die wahren Gläubigen im Heiligtum aufhalten. Warum? Weil sie hier den wahren Mittler finden. Hier beten sie Christus an. Christus, der einzige wahre Mittler. Und diejenigen, die sich hier befinden, das ist in Gottes Augen die wahre Gemeinde. Dann gibt es aber auch den Vorhof und solche, die zurückbleiben. Die Bibel bezeichnet sie als die Nationen. Aber aus dem historischen Kontext wissen wir, es sind die falschen Kirchen. Diejenigen, die ihren Gottesdienst losgelöst vom Heiland feiern. Sie haben Heilige, die sie anbeten. Sie haben menschliche Opfer. Sie haben den menschlichen Priester, nicht den himmlischen Priester. Das sind die Anbeter eines falschen Gottesdienstes. Symbolisch im Vorhof. Die Anbeter des wahren Gottesdienstes befinden sich innerhalb des Heiligtums. Hier sind ihre Gedanken und hier finden sie auch die wahre Lehre. Und dies können wir auf jede Zeit anwenden. Denken wir an die Zeit der Apostel. Die jüdische Kirche. Die Jünger folgten Christus. Sie folgten Christus und sie erblickten, auch nach seiner Auferstehung, Christus im Heiligtum. Wir denken an Stephanus. Ja, als er dem Märtyrertod starb, was sah er? Den Himmel geöffnet und Jesus Christus zur Rechten Gottes. Und dies war nicht nur eine Vision, sondern dies war, zeigte auch ihren gesamten Gottesdienst, wie sie den Gottesdienst verstanden an, wie sie dem wahrhaften Christus folgten. Die Juden aber blieben im Vorhof zurück. Sie beteten nach wie vor im Schatten an. Die alten Opfer wurden fortgesetzt und sie haben den Heiland verworfen. Deshalb steht der Tempel immer für die wahre Gemeinde, der Vorhof immer für die falsche Kirche. Dazu noch ein Zitat, wo ich fand, das sehr klar formuliert wurde. Das ist von Conradi aus dem Buch Die Offenbarung Jesu Christi, also seine Kommentierung der Offenbarung, Seite 264. Und da heißt es, im Schatten betete das Volk in den Vorhöfen. Im Wesen dringt aber das wahre Volk Gottes im lebendigen Glauben in den Tempel Gottes selbst ein, als das königliche Priestertum. Draußen aber, auf dem hinausgeworfenen irdischen Vorhof, entsteht anstatt des wahren Gottesdienstes ein falscher. Die Kirche entartet und der wahre Gottesdienst fällt. Und wie ich schon gesagt habe, das wiederholt sich von Generation zu Generation. Es ist immer das Gleiche. Wir können es nachvollziehen in der Heiligen Schrift. Es war bei den Juden so, es war bei den Katholiken so, es war bei den Protestanten so. Und es war auch oder ist auch bei den Adventisten nicht anders. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Ellen White dieses Beispiel des Tempelbaus aufgreift und in einem ihrer Zeugnisse den schon zu ihrer Zeit drohenden Abfall ihrer eigenen Gemeinschaft gekennzeichnet hat.
Sie sah schon voraus, dass die Säulen unseres Glaubens demontiert werden, demontiert werden sollten. Und in diesem Zeugnis beschreibt sie uns diese Vision, was wir heute schon erfüllt finden. Als Ursache aber gibt sie genau dieses Beispiel an. Das Leben und Wirken, Seite 409. Solche, die die Wahrheit zwar theoretisch sozusagen mit den Fingerspitzen erfasst, aber ihre Prinzipien nicht in das innere Heiligtum der Seele gebracht, sondern die lebendige Wahrheit im äußeren Vorhof gehalten haben, werden nichts Heiliges in der vergangenen Geschichte dieser Gemeinschaft sehen, die sie zu dem gemacht hat, was sie ist, und ihren Ruf als eine Gemeinschaft ernster, entschlossener Missionsarbeiter in der Welt begründet hat. Hier ersehen wir, dass in der nachwachsenden Generation, aber noch zu ihrer Zeit, schon die Geschichte des Werkes, das Entstehen der Glaubenssäulen leichtfertig betrachtet wurde. Ja, die vergangene Geschichte der Gemeinschaft wurde schon nicht mehr als Grundlage verwendet, sondern neue Ideen wurden eingebracht. Das Zeugnis geht weiter. Die Wahrheit für diese Zeit ist köstlich, aber diejenigen, die nicht durch das Fallen auf den Felsen Jesus Christus zerbrochen sind, werden nicht erkennen und verstehen, was Wahrheit ist. Sie werden das annehmen, was ihren Ideen passt, und anfangen, ein anderes Fundament zu legen als das, welches gelegt ist. Sie werden ihrem eitlen Stolz schmeicheln und denken, dass sie imstande sind, die Säulen unseres Glaubens zu beseitigen und sie durch Säulen zu ersetzen, die sie gemacht haben. Dazu passt die Rede des Stephanus, wie er das Volk kritisierte oder sie aufmerksam machte in Apostelgeschichte 7, Vers 38 und 39. Ich lese nur mal letzten Teil von Vers 38, wo er von Jesus sagt: Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Ja, welche Verse waren das bitte? Apostelgeschichte 7, Vers 38 und 39, also letzter Teil von Vers 38 und dann ja. Vers 39. Mhm. Ja, danke schön. Das passt sehr gut zu diesem Prinzip, nicht, was wir hier vorfinden. Und das leider auch unter unserer Gemeinschaft. Diese Dinge, das Beseitigen der Säulen unseres Glaubens, ist bereits Tatsache. Wir sehen das mit traurigem Herzen. Ein anderes Fundament wurde gelegt. Aber die Dinge haben schon so früh angefangen, dass sie auch uns beängstigen sollten, dass wir uns auch ansprechen lassen sollten davon. Denn wie heißt es hier? Solche, die die Wahrheit zwar theoretisch sozusagen mit den Fingerspitzen erfasst haben, mit den Fingerspitzen, aber ihre Prinzipien nicht in das innere Heiligtum der Seele gebracht, sondern die lebendige Wahrheit im äußeren Vorhof gehalten haben. Kann uns das auch passieren? Dass wir die Wahrheit zwar theoretisch erfassen, aber sie vom Leben getrennt halten, sie nicht ins persönliche, tägliche Leben hineinbringen. Das war die Ursache, dass es zu solch einem derartigen Abfall kam. Die Säulen unseres Glaubens. Erster Band, ausgewählte Botschaften, 209. In den letzten 50 Jahren wurde jede Form von Irrlehren aufgebracht, die uns das klare Verständnis nehmen sollten. Besonders ging es dabei um Christi Dienst im himmlischen Heiligtum und um die göttliche Botschaft für die letzte Zeit, wie sie der Engel im 14. Kapitel der Offenbarung verkündete. Sind das Säulen? Das ist unser Fundament. Wenn dieses Fundament auch nur im Ansatz verlassen,
dann werden wir irre gehen. Dann werden wir zu einer falschen Gemeinde, zu einer falschen Kirche. Und darum müssen wir bemüht sein, nicht im äußeren Vorhof zu bleiben, sondern ins Heiligtum einzudringen. Und dies mit all unserer Kraft. Wir müssen, wie Ellen White schreibt, vorwärts drängen, damit die Wahrheit nicht nur eine Theorie ist. Wir müssen auf den Felsen Jesus Christus fallen und zerbrechen. Dann werden wir auch weit abstehen davon, neue Ideen in die Lehre hineinzubringen. Neue Lehren. Sondern werden auch das alte Fundament schätzen und hochheben und die Säulen unseres Glaubens aufrichten. Kolosser 3, die Verse 1 bis 6. Wollen wir lesen? Wer ist mal bitte so nett? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Ja, also das ist ja nach Luther, ist es noch Vers 6. Über die Kinder des Ungehorsams, der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes. Das ist das, was wir schon gesagt haben, noch einmal in diesem Text ausgedrückt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Drängt vorwärts ins Heilige, ins Innere und bleibt nicht zurück im Vorhof, mit anderen Worten. Wenn ihr vorgibt, auch wirklich gestorben zu sein, wenn wir wirklich eine durch tiefe Überzeugung des Heiligen Geistes verursachte Erweckung erfahren haben. Tötet nun die Glieder, Vers 5, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, all dies muss überwunden werden. Und zwar sofort. Es darf nicht geduldet werden im Leben. Das heißt es, vorwärts zu dringen ins Heiligtum, ins Heilige. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten unter Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja. Wir müssen uns fragen, was ist unser liebster Schatz? Fragt euch das mal. Was ist das, was ihr am liebsten habt? Da fallen euch vielleicht ein paar Dinge ein. Ja, aber fällt euch da Christus ein als das Liebste? Christus droben? Oder sind es Dinge auf Erden, die wir lieb haben? Die wir wirklich vermissen manchmal? Wenn es nicht Christus ist, dann sind wir schon in Gefahr. Ja, wenn wir etwas anderes mehr lieben als Christus. Und wenn wir auch die tiefsten Gefühle dafür empfinden, verständlicherweise oftmals, aber dennoch
muss uns Christus das Liebste sein. Und auch solche, die Christus nachfolgen, unsere Glaubensgeschwister, die bekundet haben oder die bekunden, dass sie Christus nachfolgen wollen, dass sie in sein Reich hinein wollen. Auch solche sollen uns lieb sein. Und natürlich alle Menschen, die potenziell solche werden können. 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Ja. Ja, ein Wort an die Reichen, vielleicht besonders an solche, die reich sind an theoretischem Wissen, nicht? An die Geschulten, Unterrichteten und Gelehrten, an die Adventisten. Und solchen gebietet hier Paulus, dass sie nicht stolz seien und nicht hoffen auf dieses Erdgebundene, ja, auf das, was vergänglich ist, sondern ihren Interessen hineinrichten in das Heilige, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken. Nach Elberfelder heißt es, dass sie freigebig sind, ja, freigebig für das Werk Gottes, dienstbereit, dienstbereit im Werke Gottes, dass ihr Leben nicht nur sich um sich selbst dreht, um die Familie, sondern dass sie für den Aufbau des Reiches Gottes arbeiten. Das heißt es, sich einen guten Grund zu sichern, nach Vers 19, reich zu werden an guten Werken, sich selbst einen Schatz sammeln und einen guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben, das ewige Leben ergreifen. Das sind die Dinge, die Gott fordert von uns. Und dazu heißt es, dass wir auch Anstrengungen auf uns nehmen müssen, diesen Vorhof zu verlassen und ins Heilige einzudringen. Und wir sind dann auch wieder bei diesem Bild. Mit dem nächsten Zeugnis möchte ich besonders solche ansprechen, die auf dem Weg sind, die sich noch hier befinden. Das sind ja einige von uns, die sich intensiv vorbereiten auf den Eintritt in den Bereich der Heiligung, ein Kind Gottes zu sein, zur Gemeinde Gottes zu gehören und somit eins zu sein mit der himmlischen Familie. Das ist etwas sehr Kostbares. Und mit dem Zeugnis möchte ich auch ausdrücken, wie wichtig dieser Schritt ist und wie gründlich die Vorbereitung sein muss und wie Gott diese Dinge sieht und wie wir sie auch sehen sollen. Dazu dieser Abschnitt aus Zeugnisse für Prediger, Seite 107. Der Maßstab der Mitgliedschaft wird nicht streng genug bei jenen angelegt, die sich zur Taufe melden. Es sollte darauf geachtet werden, ob jene, die vorgeben, bekehrt zu sein, nur den Namen Siebenten-Tags-Adventisten annehmen oder ob sie ihre Stellung auf Seiten des Herrn einnehmen, um von der Welt auszugehen und sich zu trennen und nichts Unreines anzurühren. Wenn sie den Beweis liefern, dass sie ihre Stellung vollkommen verstehen, können sie angenommen werden. Wenn sie aber zeigen, dass sie den Sitten, Moden und der Gesinnung der Welt folgen, sollte man sorgfältig mit ihnen arbeiten. Sind sie nicht gewillt, sich umzustellen, können sie keine Glieder der Gemeinde sein. Das klingt hart. Unmöglich für manche vielleicht.
Von denen, die seine Gemeinde bilden, wünscht der Herr, dass sie wahre, treue Haushalter der Gnade Christi sind. Und Gott hat uns beauftragt, als seine Gemeinde, darüber zu wachen. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Das heißt, die Glieder der Gemeinde. Darin sehen wir, dass dies kein leichter Schritt ist. Dass dies nicht mal so im Vorbeigehen möglich ist, jetzt mal salopp gesprochen. Sondern dass dies intensive, harte Arbeit ist. Und von unschätzbarem Wert. Aber Ellen White spricht auch die an, die schon den Bund mit Christus geschlossen haben. Auch für sie besteht die Gefahr, zurückzubleiben im Vorhof und nur ein Bekenntnis zu pflegen, anstatt ein heiliges und geistgezeugtes Leben. Das ist aus Christus unsere Gerechtigkeit, Zitate von Ellen White entnommen, Seite 55. Und da heißt es, im Leben vieler, deren Namen auf den Gemeindelisten stehen, ist ein echter Wandel nicht eingetreten. Denn ihr Glaube blieb im Vorhof. Sie haben keine echte Bekehrung erfahren. Die Gnade konnte in ihren Herzen noch nicht richtig wirken. Ihr Wunsch, Gottes Willen zu tun, beruht auf ihrer eigenen Neigung, nicht der tiefen Überzeugung durch den Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir gut unterscheiden müssen. Besonders jeder muss sich selbst prüfen im Herzen. Ist meine Nachfolge Gottes nur eine eigene Neigung, weil es mir so gefällt? Weil es mir vielleicht ein gutes Gefühl gibt, auf der rechten Seite zu stehen, abgesondert so etwas von dem allgemeinen Abfall? Oder ist meine Nachfolge Christi die Ursache einer tiefen Überzeugung des Heiligen Geistes? Hat Gott ein Wunder in meinem Herzen getan? Und bin ich darum ein Glied seiner Gemeinde? Folge ich ihm deshalb? Das muss sich jeder fragen. Auch steht ihre Lebensführung mit dem Gesetz Gottes nicht im Einklang. Sie bekennen zwar, Christus als ihren Heiland angenommen zu haben, aber sie glauben nicht, dass er ihnen Kraft geben wird, ihre Sünden zu überwinden. Sie haben keine persönliche Verbindung zu dem lebendigen Heiland, sodass ihre Charaktere viele Fehler aufweisen. Auch das ein Punkt, an dem wir uns prüfen. Sind wir wirklich gewillt, alle Sünden in unserem Leben zu lassen? Oder bewahren wir uns einige auf? In der Illusion, dass uns diese vielleicht doch nicht vom Himmel ausschließen. Jede Sünde schließt uns vom Himmel aus. Und das ist der Bereich, in dem wir die Sünden überwinden sollen. Nur hier, wenn wir aktiven Gottesdienst betreiben, täglichen Gottesdienst, dann wird Christus uns auch mit Kraft ausrüsten, die Sünde vollkommen zu überwinden, dass wir mit allen Geboten im Einklang sind. Aber dies kann nur geschehen in diesem Bereich. Wer zurückbleibt im Vorhof, der wird verloren gehen. Zeugnisse für Prediger, Band 5, Verzeihung, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Seite 575. Die Wahrheit bleibt viel zu oft im Vorhof. Bringt sie in den inneren Tempel der Seele. Lasst sie den Thron des Herzens einnehmen und das Leben beherrschen. Gottes Wort sollte studiert und befolgt werden. Dann wird das Herz Ruhe, Frieden und Freude finden. Die Neigungen werden himmelwärts gerichtet sein. Wird aber die Wahrheit vom Leben getrennt,
bleibt sie im äußeren Vorhof. Dann wird das Herz nicht vom glühenden Feuer der Güte Gottes erwärmt. Noch ein Zeugnis aus Christus, unsere Gerechtigkeit, Seite 55. Die wichtigen Tatsachen, die sich aus dem Problem des ewigen Lebens ergeben, fordern von uns etwas anderes als nur eine Religion der Einbildungs- und Vorstellungskraft. Eine Religion nur der Worte und Formen, bei der die Wahrheit im Vorhof bleibt, um sich wie eine schöne Blume bewundern zu lassen. Sie fordern mehr als eine Religion des Gefühls, die an Gott zweifelt, sobald Versuchungen und Schwierigkeiten auftreten. Nicht Bekenntnis bedeutet Heiligung, sondern das Kreuz erhöhen und den Willen Gottes zu tun. Die Wahrheit muss ins Leben. Sie darf nicht im Vorhof bleiben. Sie muss ins tägliche Leben hinein. Und dann werden wir auch standhalten, wenn Versuchungen über uns hereinbrechen. Schwierigkeiten, wenn wir nicht gleich zu denen gehören, die alles hinwerfen wollen, sondern wir werden zu denen gehören, die sagen, Herr, gib mir Kraft, lass mich einen Neuanfang beginnen. Darum heißt es nach Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Wir müssen ringen, wenn wir dieses kostbare Ziel erreichen wollen. Die Vollkommenheit des Charakters und das ewige Leben. Und da gibt es auch solche, die hineinzugehen suchen, aber es nicht können, weil ihr Glaube im Vorhof geblieben ist. Sie haben Religion und Leben nicht in Übereinstimmung gebracht. Sie haben nur die Theorie angenommen. Lukas 16, Vers 16. Wer liest das mal bitte von euch? Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Ja, danke schön. Jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Das klingt komisch. Manche stolpern drüber, verstehen den Text auch gar nicht richtig. Andere Übersetzungen sagen, Menschen von jeder Art drängen vorwärts, ihm, dem Reich Gottes entgegen. Das sind solche, die ringen und ins Heiligtum eindringen wollen, die nicht bereit sind, im Vorhof zu bleiben, weil sie wissen, dass sie etwas verlieren, dass sie ihr geistliches Leben verlieren. Das ist ein Hineindringen, ein Vorwärtsdrängen mit Gewalt. Ellen White schreibt mit geistlicher Gewalt, so wie Jakob. So wie Jakob, als er rang mit dem Engel, mit Christus. 1. Mose 32, 27. Was sagte Jakob, als der Engel gehen wollte? Als er sagte, lass mich, ich will gehen. Was sagte er da? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist dieser geistliche Kampf, den wir führen müssen. Das wird Erfolg bringen, wenn wir dies ins tägliche Leben umsetzen. Dazu schreibt Ellen White im Bibelkommentar Seite 260, das sind jetzt auch die letzten Zeugnisse, die ich lesen möchte, geistige Gewalt bringt Erfolg. Mit der großen Wahrheit, die wir bevorrechtigt empfangen haben, sollten und könnten wir unter der Kraft des Heiligen Geistes zu lebendigen Kanälen des Lichts werden. Dann könnten wir zum Gnadenthron nahen und angesichts des Bogens der Verheißung reumütigen Herzens niederknien und das Himmelreich mit einer geistigen Gewalt suchen.
die zu ihrem eigenen Erfolg führen würde. Das ist ein Ringen wie bei Jakob. Dann wäre unsere Botschaft eine Kraft Gottes zur Errettung. Unsere Bitten wären voller Ernst, voller Bewusstsein unserer großen Not. Und wir würden nicht abgewiesen werden. Die Wahrheit würde sich in Leben und Wesen widerspiegeln, in Lippen berührt mit der glühenden Kohle vom Altar Gottes. Wenn dies unsere Erfahrung ist, werden wir uns von unserem armen, billigen Ich lösen, das wir so lange besorgt umhegt haben. Wir werden unsere Herzen von der zerfressenden Macht der Selbstsucht entleeren und mit Lob und Dankbarkeit zu Gott erfüllt sein. Wir werden den Herrn, den Gott aller Gnade, verherrlichen, der Christus verherrlicht hat. Und er wird seine Macht durch uns offenbaren und uns zu scharfen Sicheln in seinem Erntefeld machen. Das möge der Herr für uns schenken, für uns alle, dass wir zu solchen scharfen Sicheln werden. Keine stumpfen Sicheln, die nur halbherzig im Werk des Herrn tätig sind, sondern scharfe, brauchbare Werkzeuge für das Werk Gottes. Möge der Herr helfen, dass unser Glaube nicht im Vorhof bleibt, sondern dass er hineindringt ins Heilige, ins Allerheiligste und dies jeden Tag. Das möge der Herr für uns alle schenken. Amen.